Hallo, 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 willkommen zurück zu einer neuen Folge von NBA 2K18 und heute, ja, habe ich tatsächlich echt mal wieder richtig Bock. Ich hoffe, das wird sich jetzt nicht gleich revidieren, weil wir wieder auf den Sack bekommen. In der letzten Folge war ich tatsächlich am meisten angefressen wegen diesem Dreier-Geballer von den Golden State Warriors. Aber okay, abgehakt, wir stehen bei 2-2. Dennis Smith Jr. schon mit der ersten kleinen Blessur. Wir werden ein klein wenig durchwechseln und wir werden auch die Minuten ein bisschen umverteilen. Ich schaue gerade mal. Also Seth ist ja jetzt gerade eben mal unloaded. Und dann soll Covington jetzt auch mal spielen. Ansonsten werde ich jetzt hier mal Minuten wegnehmen. Und werde Paul George tatsächlich mal 40 Minuten geben. Hier nehme ich Minuten weg, da nehme ich Minuten weg. Mike Miss bekommt 38 Minuten. Und hier nehme ich Minuten weg. Und Shepard bekommt auch mehr Minuten. Ich will mal sehen, wie das Ganze funktioniert, wenn unsere richtig, richtig starken Jungs einfach mehr spielen. So. Ansonsten Training war, glaube ich... Ach ja, stimmt. Ich wollte eigentlich mal auf den Dreier gehen, wenn ich mich nicht... Also wenn es ich nicht weiß, wer weiß es denn dann? Nee, stimmt schon, den Dreier wollte ich mal trainieren. Nach der letzten Folge habe ich mir gedacht, hey, komm, dass wir da vom Spacing her noch besser werden. Was ist denn der Dreier? Der muss doch hier bei taktisch... Oder ist er bei Grundlagen? Ah ja, nee, bei Grundlagen ist er dabei. Okay. Dreier außen Dribbling... Dreier. So, perfekt. Und Grundlagen, dann wollen wir hier natürlich auch ein klein wenig den Fokus darauf setzen. So. Mal schauen, was das Ganze am Ende dann wirklich bringt. Tabelle. Wir sind hier auf der 3, 6, 8. Ja. Minnesota auf der 1, dahinter die Dub Nation, die Lakers, Houston, OKC, Memphis, Spurs und dann wir. Auf der anderen Seite die Cleveland Cavaliers, ja, davon träumen die momentan auf der 1 zu stehen. Dahinter Brooklyn, die spielen so viel besser, als auch ich gedacht habe. Aber freut mich, die Knicks schlagen sich auch gut, finde ich. Die Pacers auch nicht so. Also schon interessant, schon die eine oder andere Überraschung, aber jetzt erstmal abwarten, weil, ja... Die Saison ist noch sehr, sehr frisch und deswegen immer am Ball flach halten. Ne? LeBron James hat das auch schon bereits betont. Hey Guys, in welchem Monat befinden wir uns? Oh, ne, wir sind jetzt ja mittlerweile schon im November, wenn die Folge kommt. Aber er hat gesagt, wir sind gerade mal im Oktober mal cool down. Ja, Karrierebestleistung gab es bei uns. Dennis Smith Jr. verletzt, also gleich zweimal wir im Fokus. Ja, ansonsten rein gegen die Lakers. Oder zocken wir mal von... Komm, wir zocken jetzt heute mal von Anfang an. Gegen Lonzo Ball. Ja, und Howard, weil ich jetzt gerade eben gesehen habe, der spielt jetzt bei den Lakers. Ich war ja in der letzten Season extremer Kritiker, aber jetzt momentan, also Respekt, schlägt hier fast in jedem Spiel ein Double-Double auf, holt Bälle runter, abartig, ich glaube im Durchschnitt über 15 Rebounds, das ist schon enorm stark und von den Punkten her ist es auch, also er hat momentan im Durchschnitt ein Double-Double. Hätte ich ihm ehrlich gesagt nicht mehr zugetraut, aber freut mich auch für ihn, also. Howard als Typ finde ich super. Aber als Spielertyp hat er einfach in den letzten Jahren, konnte er nicht überzeugen, ne?
Der David. Wir gehen direkt rein. Ich will jetzt nur zocken. Ne? Komplett ausrasten. Ne? Also Tip-Off. Spielen wir die ersten paar Minuten. Also eigentlich so ähnlich, wie wir das Ganze in den Playoffs machen. Rivers. Nance, also da hat sich auch schon wieder einiges getan. Lonzo Ball. Ja, der kommt punktetechnisch noch nicht ganz so rein. Da ist sein traumhafter Wurf und Howard holt den. Geht nicht, jetzt gehört er uns. So. Paul George. Whiteside. Covington. Shooting, it wasn't any individual shooting. You know, all the individual shooting took place within a five-man offensive structure. Paul George zieht rein. All of a sudden, a shot comes from the corner, and then you slide it to the next line. You know, you dribble, penetrate, and kick it, and then you slide to the next line, dribble, penetrate, kick. Right, so we involve constant movement. We're constantly training. Ohne den Abschluss dafür aber zwei Freiwürfe. That you're not just going to pass the stand and be a participant. Right? You, der erste fällt. Und die Anzeige anmachen für uns alle. Was ich nach wie vor auch nicht verstehe, warum sie das rausgemacht haben, dass die Anzeige nicht einfach immer anbleibt. Ich krieg immer noch so viele Kommentare und Nachrichten. Ne? Ey Max, wie aktivierst du die Anzeige? Und ich kann es verstehen, weil ich, bevor ich das rausgefunden habe, auch... Oh, schön. Und jetzt George mit dem Dreier. Ich habe auch immer in den Einstellungen gesucht, aber da kann man sich einen Wolf absuchen, weil es nicht in den Einstellungen drin steht, sondern es ist einfach mit dem Steuerkreuz nach oben drücken. Ne? Ja gut, da habe ich jetzt mal richtig hardcore gepennt. Spezieller Gastkommentator, Kobe. Attacken. Kobe, you've made no bones about patterning your game after Michael Jordan. You watched him while growing up. Can you give us a little insight into the impacts of what, you know, he meant to you and how he formed you in some ways? Sure. Well, yeah, I think most players growing up, at least my generation, probably watched him play. Das mit Kobe finde ich jetzt aber richtig geil. The dunks, the highlights and things of that nature. What I focused on was how he got there. The moves, the timing, the fundamentals, the spacing, the rhythm. That's what I studied meticulously, and so when I watched him play, I think I watched him play a little differently than others. You know, having not gone to college and all these other things, growing up overseas, I had to learn the fundamentals by watching and observing the greats, and you know, it's the most minute detail. You know, Kobe, the league seems to be moving away from... Also ich habe jetzt mal die Klappe gehalten, weil ich mir das ganz gerne anhören möchte. In favor of more ball movement, more of a fluid offense. What do you make of that trend? Well, I think it's the right thing. If you look at the way the Knicks played, for example, when they had Bradley, Pusher, Phil was coming off the bench. Well, you are a historian. You love the history, yes, of the game, don't you? Oh, my God. I mean, I can just tell working with you. Yeah. Holtzman was coaching. You had Frazier out there. I mean, they moved the ball. I mean, everything was predicated on ball movement, yeah, as was the Celtics with Brad Holland. And then in the 80s, things changed a little bit. You start going to more isolation ball. Ohne Scheiß, Mann. Ich mach das jetzt mal kurz ein bisschen lauter für uns. Weil die Zuschauer da jetzt gerade eben... Hätte ich das gewusst, dann... Zack, da kann man es jetzt mal ein bisschen lauter machen. Post deep and force the double coverage to come all the way down to him, and then you start moving the ball around. Now you start seeing a spread offense where the ball's moving again like it was when the Knicks were playing, when the Celtics were playing. And so, you know, I think it just depends on the style of defense that you're seeing and the personnel that you have. I think that determines your style of play. And over the course of your career, Kobe, 5 NBA championships. Are there any of those that really stand out among the 5 that you accumulated? The last one, beating the Celtics. That was the hardest one by far to get. Why so? Well, you know, we're going into Boston now with the series tied 1-1. And Boston is absolutely excited about having the split and going home now and having 3 games at home, thinking that the series was not going to come back to L.A. And so that was an interesting playing flight for us. And then to go out and get the very next game, just to go down 3-2, coming back to L.A., and then to finally pull out that series after being down 15 in the fourth quarter against the Celtics. I think even better than that. In competition, once again, Kobe, the thing that drives you so much, even on the practice floor, you and Jordan were so much alike.
in that regard. Is it important to go at your teammates and challenge them in those practices that you recall? You have to challenge, because if you don't, then they become conditioned to not have those challenges every day, right? So if you come off of a night where you have a back-to-back, for example, and you have a practice the next morning, it's our responsibility to step into that practice and challenge them as if it was the game that we just played the night before. Right? Because if you do not, then you don't have that competitive spirit day in and day out, where then you feel like you can take games off, because you can take practices off, because you just don't have it in practice. Right? So it's our job to bring that every single day, so that competing just becomes a habit for them. And you learn about their mental endurance, their physical endurance during those practices. Well, yeah. Well, you challenge them to learn about themselves. Right? You challenge them to think about themselves. Can I push a little extra? I'm going to have to, because he's driving me like crazy. And if I don't meet that challenge, I'm going to have to hear his mouth all practice long. I'm going to have to hear his mouth on the plane. I'm going to have to hear his mouth on the bus. I'm going to have to hear his mouth in the locker room. Yeah. And I'd rather just compete. Kobe, I'm assuming that you've had teammates come back later and say, Kobe, you made me a better player. Yeah, well, the thing is, when we're playing together, they don't like it very much, because I'm always challenging them. But then at the end, like, even to this day, we're all very close. We're all great friends, because they knew what I was trying to do was trying to push them to be the best version of themselves. And in the history of the NBA, only a handful of players have lasted 20 seasons. Kobe, you played all 20 with the Los Angeles Lakers, an NBA record for seasons with one team. What does it mean to just having worn that Laker jersey your entire career? Well, I mean, it's a huge honor. I've always been a massive Laker fan, even when I was a kid. And so I never dreamed that I'd actually be wearing the golden armor for my NBA career. So to be sitting here right now, having played 20 years, is literally the coolest dream that could have ever happened to any kid. Happened to me. And I don't know that it'll happen again. The way the league is structured now, money, the free agency, even though you had a chance to leave a couple times, you always chose to stay. Well, yeah, I mean, loyalty is a word that you hear thrown around often. But in this day and age, it's very tough to see in sports because of the cap, because of, the free agency market and so forth and so on. So I've been very, very fortunate to have a great organization and to be able to have played 20 years of my career here. And that kind of awareness from George is really exceptional, catching the defense flat-footed by rising up immediately on the catch. For a guy like so, ich glaube, jetzt sind sie durch. Ich wollte mir das jetzt einfach echt in Ruhe anhören, weil, ey, ganz ehrlich, das finde ich mega geil. Die Frage ist, haben sie das mit mehreren Spielern gemacht? Kind of become like a home run in baseball, right? Where it's exciting to watch the ball in flight. I think it's great because it just adds more love to the game, more things that players could do that, or kids can do that can't dunk, right? It's like dunking was the thing, right? But now for kids that can't dunk, there's something else that's fun, something else that's entertaining, like shooting threes. Right? So but boy, that takes a lot of work, huh? Yeah, it sure does. I mean, it's a lot of hundreds of shots daily. Yeah, I mean, it's a lot of repetition. Steph, you watch him out there playing and making all these shots. Yeah. He's put in hours and hours and hours of hard work and continues to do so. The shot's good. George has got also einfach geil, wie Kobe über seine eigene Spielentwicklung quatscht, über die Veränderung des Spiels, besonders so in den 80ern und 90ern, über die Serie gegen die Boston Celtics, wo er selber sagt, es war wahrscheinlich die schwierigste Serie, die er jemals gespielt hat, und so weiter und so fort. Also ich hoffe, dass sie das... Vor allem, ich könnte Kobe halt einfach stundenlang zuhören. Connected to it, right? And I have to have all of these tapes, and you got to put the tape in, and you got to rewind it, and you got to fast forward, and you got to rewind it. Yeah. Now it's just everything's right there in front of you, right? And it's very easy to skip and go to the next game, and then jump back to the game before, or fast forward to the fourth quarter. I mean, it's so easy now. Kobe, you were a player who lived in the gym. What motivated you as you go back and look at all those hours you spent in the gym to do that, to follow that path? I loved it. I loved the game. It wasn't a matter of working hard. I didn't realize I was working hard until like my second or third year in the league, when I realized here in the NBA, a lot of players don't do that. That's right. It was kind of a big shock to me. Like, I assumed everybody in the NBA just worked hard. Yeah, but to me, it wasn't hard work. It was like, I love doing this. Like, there's no place on earth I'd rather be than be here in this gym with a basketball and a hoop. But the greats are always the hardest workers, aren't they? I mean, right? Have you ever seen a great player who is not the hardest worker on their team? No, I've seen players have great seasons. And, and then the next season, it's they not fall. So much. Right. And then they have another great one. And the consistency isn't there. Mm-hmm. The truly great players love what they do.
And that looks like hard work to the outside. Four point play. Sorry, dass der verspätet kam. Aber erstmal entmuten. I did. I enjoyed the game. I loved playing, you know, the competition and all that, the getting ready and all that. But I enjoyed practice more. Did you? I did. I enjoyed training and practice more than I did the games. Wow. Here's what the Lakers are going with right now. Zubats is checked in for Howard. Bang comes in for Ingram. And Hart subbed in for Ball. Some say, Kobe, that the shooting also auf jeden Fall sehr, right now, sehr, sehr geil. Das sind dann so Kleinigkeiten, die machen es aus. Einfach mal Kobe auch so, ja, 10 Minuten zuzuhören. You have to do everything. So I'll put Russell Westbrook in that category. I put James Harden in that category. I put Kawhi Leonard in that category. Like, there's a lot of players I'm forgetting. Even Giannis, I would say, is two guard because of what he does. Yes. So there's a lot of talented guards out there. Did you like the ball in your hand, bringing it up, or would you have rather someone else bring it up, then get it to you in the half court, and then do what you did? Yeah, that's the one thing I'm jealous about Michael, because Michael didn't have to do that. He had Pippen. Yes, right. So, who always brought it up. Yeah, yes, so he could focus on coming off the screens and catching and shooting. He didn't have to think about facilitating first. He could think about scoring and then passing out of double teams. Here's Lawson, the Mavericks making the shot. At the elbow, Randall. That is in there. Also, der geht rein, kurzer Zwischenstand, 31-22. Oh, forget about going for the long-range bomb to cut into that lead. Just take it to the hoop, my friend. And how? Brilliant throwdown. Exercising his authority. And the trend around the league, Kobe, is more offense, more three-pointers, certainly spacing, fluid offense. Scoring is up around the league in a measurable way from, it seems like, year to year. Do you like the way this is trending, or do you think the NBA should maybe put a governor on this, harness it in just a little bit? Well, I think it'll swing back to the way. I mean, do you? Yeah, because the game has gone through that progression before. You know, it's constantly evolving. And so I think you'll see it swing back eventually. You'll have a couple teams that are just big and, you know, may have a dominant post player, and all of a sudden you're going inside, and then that team will win a championship, and then the rest of the teams in the league will try to copycat the way the game is played that way. Then things will swing back. So it was just natural evolution of the game, I think. They set the pick. Shot clock at 6. Lawson drives in. That one doesn't drop. Some solid defense from Harris. Also Kobe über das aktuelle Spiel und das Shooting, ob das Ganze so bleiben wird, finde ich eigentlich auch ein ganz interessantes Thema. Ich glaube tatsächlich, dass das immer abhängig davon ist, welches Spieler man in der NBA hat. Und jetzt kommen einfach immer mehr krasse Big Men wieder zurück in die NBA. What I try to do is try to bring them along for the process. So there were mornings I would wake them up and say, let's go. Here we're going. Well, Daddy's egal, on the train, ob Carl Anthony Towns, Gobert, Drummond, Whiteside, Gasol nach wie vor auch. Aber es ist schon interessant auch zu sehen, dass zum Beispiel ein Marc Gasol sich den Dreier angeeignet hat. Also vom Shooting her ist es schon... You're sleeping. This is what I'm doing here for 3 hours. And so they're a part of the process. Hat das schon zugenommen. But traveling and things of that nature is very, very hard. Because there's been plenty of birthdays that I've missed and school plays that I've missed. Here's the screen. The shot's good from Lawson. So, das erste Viertel ist jetzt gleich durch. Und Kobe macht es möglich, dass der Max auch mal ein ganzes Viertel einfach durchzockt. It's stolen by Dang. Fast break, here they come. Here's Randall. Gute Defense. Na, er macht ihn trotzdem rein. And saying, you want a piece of this? Randall easily getting the better of that exchange. 47 seconds left here in the opening. Shepard. Shepard geht rein. Ja, da wurde. Ah! Eventuell hätte man da auch. Er läuft halt einfach durch wie ab. Ist der Ball? Ah, da. Shepard.
and we all know in a hostile environment, always tough, but they were the better team on that night. No question about it. Honed in completely. They demonstrated real grit. Also, wahrscheinlich die letzte Possession. Das ist dann wirklich vielleicht noch eine Sekunde. Ja. Ich versuche da nochmal zu stehlen. Und den gibt er mir und er scheppert. Bam. It's no wonder they're in the position they're in right now. And jumping out like this, man, you automatically start thinking. Sehr, sehr nice. Yeah, you know it's early for sure, but still. 10 Punkte Führung. Flat out owning this team right now. Ja, zu oft gedreht. Paul George, he's been the guy making things happen for Dallas. What an amazing quarter. There was absolutely no stopping him. Ich bin mal gespannt, wir werden das jetzt des Öfteren mal machen. Ne? Besonders bei den Franchise, wo wir denken, ah, da könnte es vielleicht auch einen Spieler geben, einen ehemaligen. Oder vielleicht war es auch nur eine einmalige Sache mit Kobe. Es kann natürlich auch sein. And Dwight Howard, a lightning rod figure around the league, subject to a lot of criticism, but he says he takes comfort in playing the game he still loves. Basketball. This is my passion. You know, on the court, it's my sanctuary. You know, I want to have fun. The reason I play is to win championships. And I take this game very serious. It's an interesting concept that Dwight has to take something very seriously. Also, sehen wir die Possession hier noch mit, dann simulieren wir mal eine Runde. To win a championship, he's been in the finals. And, this is a immer dieses automatische Passen, das kotzt mich so an. Aber ich weiß nicht, wo ich es ausstellen kann. Ich habe draußen schon jetzt echt so oft nachgeschaut. So, der fällt. Dann gehen wir mal rein in die Simulation, die wir hoffentlich jetzt gewinnen werden. Ja. Also das sieht doch mehr als souverän aus. Paul George mit 40 Punkten. Also, die erste Monster-Performance, eventuell auch dem geschuldet, dass wir Paul George mehr Minuten gegeben haben. Whiteside mit einem traumhaft schönen Double-Double. Malkmus, auch wieder eine richtig gute Statline. Shepard dahinter als sechster Mann. Auch das kann uns einfach nur gefallen, besonders die 4 Assists. Ja, what? What? McConnell mit 14 Assists. Okay, gut, dass ich noch runtergegangen bin, weil das ist echt dirty. Das ist mal richtig dirty. Respekt. Also 14 Dinger, die muss man erstmal auflegen. Ne? Aber das war jetzt erst ein Spiel. Na komm, das machen wir jetzt noch hier, aber das machen wir jetzt natürlich mit der Simulation. Gegen die Indiana Pacers. Oh, es ist eng. Ich habe gedacht, komm mal zum Abschluss noch schnell hier Simulation, nächster Sieg. Weil so eine Siegesserie natürlich auch mal ganz geil wäre. 6 Punkte, 2,56 auf der Uhr. Und die Possession leider bei den Pacers. Oh, der darf eigentlich gar nicht ankommen. Oh! Alter, wenn das kein Block war. Ey, ich schwör's euch, dieses Jahr habe ich das Gefühl, dass du kannst gar nicht mehr blocken, weil alles abgepfiffen wird. Den schaue ich mir jetzt auf jeden Fall an. Das ist der... Ja, also wenn das kein Block ist, dann weiß ich auch nicht mehr. Es ist dieses Jahr wirklich furchtbar. Also was man letztes Jahr alles wegblocken konnte, wird dieses Jahr einfach alles abgepfiffen, ne? Dallas making a switch here. Covington's checked in. Aber warum das so ist, ich habe keine Ahnung. Und wie die beide reinbouncen. So katastrophal schlecht geworfen. Da wird mir gleich schlecht. Da wird mir gleich aus dem Weg. Und dann wieder so ein Turnover. Ich verliere. Das Geile ist, die Spieler, also der Gegner, CPU, läuft oft einfach so. Ich kann das mal gerne zum Beispiel beim Doppeln demonstrieren. Da klappt das meistens relativ gut.
Da läuft der Spieler so hart in dich rein und behält den Ball trotzdem. Bei, ja, jetzt hier zum Beispiel. Behält den Ball, aber Hauptsache dir passiert ist. Wir sind natürlich von der Energie her sowas von damit im Arsch. 88-82. Also Energie sieht gerade ganz dirty aus. Turner, einer von den Centern, wo man Gott sei Dank keine Angst. Ich wollte gerade sagen, die müssen hier holen. Coming, ne? Und dann haben wir die nicht. Schon schlimm genug, dass der Dreier nicht fällt. Ja, das sind solche Possessions, wenn du die nicht holst. Gut, dass mir gerade eben auch mal auffällt, dass Gobert bei den Pacers spielt. Good work defensively by Whiteside. Turnover. Und es passiert so eine Million Mal, dass der Spieler so in dich reinläuft und dann gibt es keinen Turnover. Er läuft einfach weiter. I love it. Ja, auch der Spin voll in den Gegner rein. Als Gegner, also in mich selber. Das war's. Nee, das ist dieses Jahr wirklich was, was mich extrem stört, aber das ist in jedem Modus gleich, egal ob in der Karriere oder in My Team. Dass der CPU in dich reinläuft. Bam, in dein Gesicht, Mann. Another triple, and that's been the story of this second half. Komm, wir brauchen den Ball noch einmal. Doppeln. Ey, wie oft muss ich all eins drücken, dass der zweite Spieler kommt? Schaut euch an, wie die den Ball behalten. Misses the finger roll, and a chance here to send it to overtime. A clean three is the only play. Es war so klar, dass er nicht reingeht. They break the hearts of every fan in the building with a dramatic late victory. And Kevin, this is the kind of win you. Thank you, David. Great interview once again. And that's going to do it tonight, folks, for our broadcast. Eine Sekunde vielleicht länger, dann hätte ich mich vielleicht noch ein klein wenig weiter rechts hinstellen können in seine Hot Zone, aber so musste ich ihn dann einfach von dort aus nehmen. Ja, Malkmus, ich muss mal gucken, dass ich das irgendwie runter, weil das geht nicht, wie viele Würfe der nimmt. Das ist einfach nur krank. 25, 17 und dann ist die Wurfquote viel, viel zu schlecht. Also, damit entscheidest du auch definitiv so ein Spiel. Malkmus hat dieses Spiel verkackt. Das kann er einfach nicht bringen. Der muss echt mal runterfahren, ey. Was ist los mit ihm? Der andere denkt, er ist Kobe in seinen letzten 3 Jahren oder was? Ey, ohne Witz. Muss ich mal gucken in der nächsten Folge, wo man das einstellen kann. Ja, gut. Ein geiles Spiel gegen die Lakers. Richtig cool mit Kobe als Co-Kommentator. Dann gegen die Pacers. Ja, es ist einfach wieder so dieses schöne Gameplay-Beispiel. Man kann es einfach auch nicht wegreden. Das mit dem Stealen und gegen, also dass der Gegenspieler gegen dich läuft und den Ball eigentlich dann verlieren müsste. Es ist einfach dieses Jahr auch wieder nicht gut gemacht. Ich habe es im letzten Jahr schon gefordert, habe gesagt, wenn der Gegenspieler in dich reinläuft, dann muss der Ball einfach verloren gehen. Also, natürlich nicht immer. Wenn er sich mit dem Körper reinstellt, kann er ihn behalten, ne? Aber wenn ich blindlings nach vorne laufe und man sieht dann halt einfach auch, dass der Ball eigentlich in deinem eigenen Spieler drin ist, dann muss halt irgendwas passieren. Struggle, Steal, whatever. Egal. Konzentrieren wir uns auf die Sache mit Kobe. Richtig geil. Ich hoffe, dass es das des Öfteren gibt in der nächsten Folge. Gegen die Magic, gegen die Trailblazers, Spurs, Pistons. Mal schauen, ob wir alle 4 schaffen. Wahrscheinlich nicht, aber zumindest ist das mal das Programm. Ich sage vielen Dank fürs Reingucken und bis zum nächsten Mal. Dein Max. Ciao.